Hallo und wieder recht herzlich willkommen in Far Cry New Dawn. Und wir haben ja diese alte Mine zu erkunden, nachdem wir uns hier zusammengehauen haben. Faustkampf, Nahkampf, alles klar. Und wir suchen Material, damit wir uns eine Waffe zusammen craften können. Hier ist Munition. Wir nehmen hier alles mit. Wir müssen da drüben rüber, ne? Oh, denn ich bin noch gar nicht fertig. Ich warte erstmal hier. Hier drüben hatte ich doch noch was entdeckt. Wo waren das? Hier oben, wa? Man kann fast überall nützliche Sachen finden. Oh! Da kann ich auch. So, hier habe ich was. Hier kann ich gucken. Hier war doch noch irgendwo was. Andere. Hier waren wir gewesen. Hier können wir hoch. Da ist noch Material. Ich glaube. Und? Was meinst du? Haben wir jetzt genug? Boah. Die ist aber auch manchmal ein bisschen im Wege. Können wir jetzt schon was craften? Und? Was fehlt bestimmt? Nicht genügend Material? Was fehlt denn noch? Boah. Ach, das Schloss. Irgend so ein Schloss habe ich noch zerstört. Wo war das? Wo hatten wir das gesehen? Hier war das, wa? Ja. So ein Ding haben wir. Hier liegt noch Material. Ich glaube, jetzt haben wir alles zusammen. Denke ich doch wohl. Ach, da drüben ist noch was. Wie kommen wir da rüber? Hier von hier unten auf die Werkbank. Wie gehen, kommen wir da hoch? Aber jetzt. Und? Noch nicht genug. 48, 38. Ach, Klebeband fehlt noch. Verdammt. Okay, dann müssen wir noch Klebeband besorgen. Irgendwo muss ja noch Material sein. Irgendwo muss hier noch Material sein. Wir müssen nochmal genau alles nachgucken. Hier oben waren wir drauf. Der kommt auch. Aber es ist ganz cool, ne? So. Wo ist hier noch Material, verdammt? Na hier, ne. Kommt da nicht hoch? Hier! Jetzt habe ich alles zusammen. Wieso komme ich da nicht mal? Zurück zur Werkbank. Ich bin gespannt, was du zusammenbasteln kannst. Na, das zeige ich dir schon. Okay. Gut. Hier ist noch Material. Alter Falter, das hätten wir ja fast übersehen. Oh, hat sich fast ein Kiefer aufgeschlagen. Und? Ein Sägeblattwerfer. Leise. Der Sägeblattwerfer V0 verschießt Sägeblätter, daher der Name. Die Blätter prallen bis zu dreimal von allem außer dem Boden ab. Cool. Erworben. So, auswählen. So, wie kann man das zuweisen? Nö, kann man gar nicht zuweisen, ne? Gut. Da haben wir den Sägeblatt. Jetzt. Alter, ja! Die Bäume können sich jetzt auf was gefasst machen. Jetzt können wir die Brücke angreifen.
Okay, jetzt können wir die Brücke angreifen. Finde Hoffnung. Wir haben hier immer noch nicht, ne? Keine Karte? Nee. Das ist unsere Mission. Finde Hoffnung, erreiche die Brücke. Was? Keine Belohnung? Schweinerei! Gut, wo müssen wir jetzt hin? Ach, da müssen wir hin. Hier ist noch was. Komm, das muss ich noch mitnehmen hier. Wald. Achso. Warte mal. Waffe? Habe ich den Krippel noch? Ja. Na, hier wäre auch noch ein Krippel. Das brauche ich alles. Hauptsache. Danke, zerstören. Ja, gut. Oh, geh mir mal aus dem Weg, bitte. Oh, Pflanzen. Pflanzen nehmen wir mit. Wir wollen ja hier alles untersuchen. Also so ziemlich alles. Eieiei. Kann man hier noch was sehen? Hier war ich noch gar nicht gewesen. Soll ich hier lang gehen? Wenn ja, warum nicht? Da oben bin ich hoch. Da komme ich gar nicht hin, oder was? Gott, was ist das hier? Alles unter Wasser? Da komme ich aber nicht hoch, ne? Oder? Warte mal. Das ist ein alter Waggon. Mal gucken, lohnt sich das hier rein? Soll ich hier rein? Ne, hier ist nichts. Das ist einfach nur Deko. Schade. Der ist schon fertig. Ja, ist klar. Ich hab. Wir sind ja schon wieder raus, Junge. Kommt der, natürlich kann er hier nicht raufklettern. Er kann hier nicht raufklettern. Nein, das geht natürlich nicht. Wenn er jetzt hier nicht hochgekommen wäre, dann den Stall. Natürlich nicht. Gut. Alles klar. Oh oh. Wo sind die denn? Das wollte ich zwar nicht. Ich bin von der falschen Seite gekommen. Schade. Die wollte ich so. Cool, habe ich jetzt die Waffe weggelegt? Das wäre ja doof. Nee, ne? Das ist der Sägewerfer. Das ist die Kanone. Okay, jetzt haben wir schon mal eine Pistole und einen Sägewerfer. Das ist cool. Schön. Sehr gut. Hab schon Schlimmeres erlebt. Ist klar. Wo müssen wir jetzt lang? Wenn du schon... Da müssen wir hoch, ne? Aber wir gehen hier lang. Okay. Ich weiß bloß nicht, ob das Sinn macht. Mal sehen, ob wir uns hier irgendwie anschleichen können. Wir müssen ja dahin. Ich wollte nicht so... Das wird wahrscheinlich ein ordentliches Gefecht geben. Okay. So. Oh. Deswegen, ich habe noch gestanden. Bin aber völlig von Sinnen. Ach, Waffenwechsel ist das bloß. Okay. Jo, erreiche den Tunnel. Wo ist die Maus? Knüppel haben wir schon. Ich
Sonst hier mal vorsichtig anschleppen. Ja, ich weiß, wir können aber. Ich weiß auch gar nicht, wie die hier rankommen sollen. Oh, oh. Oh, ey, geht mir doch mal aus dem Weg, ey. Mann. Das ist immer blöd. Wie komme ich jetzt da hin? Wo ist denn der? Ah, da oben ist der. Ach, da ist noch einer da oben. Hm. Kommen wir da ran. Da oben ist ein Sniper. Ja, war gut. Wo sind der andere? Wo sind die anderen alle? Was war das? Ja, ich weiß! Los! Lass mich los, Trudel! So, hier hoch, Erholung, Ruhe. Deckung. Das war der nächste, oder? Da ist die Trudel schon wieder im Eimer. Boah, die ist wirklich... Los, hoch hier! Komm hoch hier, Mäusi! Unter Deckung! Ist das eine Trude, ey. Komm hoch hier! Eine nach der anderen. Das war's. An der Stelle im Wasser. Wir fangen wieder von vorne an.
Hätten wir das abspeichern können? Okay, wir müssen nochmal den Versuch starten. Wir sammeln nochmal die ganze Geschichte. Damit kannst du ein Erste-Hilfe-Set herstellen. Ja, ich weiß. Kann man das jetzt schon mal abspeichern? Nö. Du kannst im Moment nicht speichern. Dabei waren wir so gut. Wo ist die Trude? Gott, da hinten kommt sie. Und? Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ah! Sechs. Laden. Ich muss mal kurz nachladen. Mach das. Warte. Ich deck dich. Wo ist denn der? Okay, das haben wir hingekriegt. Oh, cool. Schade, wo ist denn der? Ja, alles klar, ich hab verstanden. Nein, bleib hier. Machen Sie erst fertig. Aha. So, ein, zwei. Komm, das kriegen wir noch hin. Den kriegen wir auch noch fertig hier. Wo sind die alle? Da. Ruhig, Mäusi. Wo ist sie? Ist sie hinterhergekommen? Da ist sie schon wieder. Alles klar. Der Weg ist frei. Das ging ja cool diesmal. Gehen wir nach Hause. Das war cool, ey. Meine Güte. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen hier. Sägeblätter eingesammelt. Wahnsinn. So. Schauen. So. Nein, das ist nicht aus. So.
ganz kurz hier alles einsammeln, plündern. So, jetzt aber. So, dann müssen wir hier noch lang. Einen kurz einsammeln. Moment, Augenblick mal. Augenblick, ich muss erstmal was erledigen hier. Können wir hier was einstellen? Ach, ich muss erstmal Audio. Musik aus. Haben wir jetzt wirklich Sprachchats, Standard, Untertitelgeräusche, Untertitel, Hintergrund. Okay. Gut, gut. So. Das ist natürlich wieder so ein Problem. Jetzt können wir die Waffe nehmen. Und dann starten wir durch hier jetzt. Zack. Oh, nein. Alter, Fall, jetzt hat es fast erlebt. Zack und steh. Und dann rauf. Oh. Was ist das für ein Hund? Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Ach, der Hund ist da. So, und dann? Und Nerv. Alles klar. Ne, das kann man nicht ausschalten. Ne, das geht nicht. Kein Zweck. Das sind Sägeblätter. Oh, ich suche dieses blöde Radio von dieser komischen Station hier. Und ich werde es nicht finden hier. Das war's wieder. Kein Zweck. Hier muss ja irgendwo der DJ sein. Hier ist alles eingesammelt. Okay. Oh, hier liegt eine Waffe drin. So. Keine Achtung, so. Das ist die Munition. Das ist der Hund. Alles klar. Gut, das wird wieder Wahnsinn sein. Und wir müssen jetzt hier lang. Hier rein. Nerv. Hier ist nichts weiter, ne? Okay, hier wollten wir rein. Einige Stunden später. Okay, komm, wir sind fast da. Da ist es. Hope County. Mein Zuhause. Ich hoffe, Mom geht es gut. Ich auch. Prosperity. Da sind wir jetzt.
wir haben es geschafft. Und jetzt können wir uns wahrscheinlich auch einige Sachen besorgen und beschaffen. Oh, Carmina. Alles klar. Oh, Gott sei Dank. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Mom. Kinder, geht wieder rein. Ich komme gleich. Ja, Mom. Was ist los? Es kam ein Zug voller Leute, die uns helfen wollten. Aber die Highwaymen, die Zwillinge, sie haben Rush. Rush. Alle anderen sind tot. Oh mein Gott. Es war furchtbar. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hätte da nicht hingehen sollen, Mom. Ich... Oh, Schätzchen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, es wird keiner mehr kommen. Wir sind allein. Ganz allein. Kommt erst mal beide rein. Ich höre mir alles in Ruhe an. Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast. Kein Problem. Okay. Teil 1 haben wir geschafft. Prosperity. Und wir haben die Einführung hingekriegt. Und ab jetzt haben wir nämlich nachher die Möglichkeit, noch jemanden dazu zu laden. Oh, bitte. Du kannst mit einer Waffe umgehen. Du kennst dich in diesem Teil besser aus als sonst irgendwer. Und? Und? Rumsitzen und jammern bringt uns nicht weiter. Hör mal, Rush sollte uns helfen, einen sicheren Ort zu schaffen. Jetzt hängt alles an uns. Es gibt hier überall tapfere Leute. Wir müssen sie nur finden. Alle zusammentrommeln. Ihnen zeigen, dass wir gegen die Highwaymen ankommen. Mhm. Und das wird nicht einfach. Ich weiß. Aber es ist unsere einzige Chance. Okay. Haben wir jetzt die Möglichkeit zu speichern? Ja. Okay. Neuer Charakter entdeckt, Kim Ray. Was lesen wir nachher? Hast du kurz Zeit? Geht gleich los. Ich will mich hier erstmal umgucken. Ich rackere mir hier den Arsch ab, aber wohl nicht umsonst. Leute, die nicht den Kollaps durchgemacht haben, verstehen das einfach nicht. Schauen wir uns einmal kurz um. Können wir hier rein? Raus? Nein. Das können wir mitnehmen. Plündern. 1000 Worte Nebenmission. Haben wir jetzt noch mitgenommen? Alles klar. Ich frag mich, was wir machen, wenn uns das Panzertape ausgeht. Muss mal ganz kurz hier einen Lautsprecher ausschalten, weil... Richtig. So. Was wir an Material finden, setzen wir gut ein. Hier ist es nicht sonderlich hübsch, aber Sicherheit steht an oberster Stelle. Das lesen wir alles nachher nochmal durch. Ja, ich weiß. Okay. Warte, wir haben hier unten angefangen. Wir werden erstmal alles lesen. Was auch passiert, ich bin froh, dass Carmina zurück ist. Von da sind wir gekommen, ne? Das lesen wir erstmal durch, dann quatschen wir die Leute nachher an. New Aden, das kennen wir ja schon. Das ist alles, was von New Aden's Gate übrig ist und was Joseph daraus gemacht hat, als er den Bunker verließ. Sie lehnen alles ab, was mit der modernen Welt vor dem Kollaps zu tun hat. Elektrizität, Motoren, Generatoren, Waffen. Es ist alles weg. Nach dem Kollaps hat Joseph seine Leute gesammelt und weiter im Norden ein neues Anwesen errichtet. Fast ein Jahrzehnt lang haben sie uns beim Wiederaufbau in Ruhe gelassen. Fast ein Jahrzehnt lang haben wir uns beim Wiederaufbau in Ruhe gelassen. Alles klar, ich habe mich doch nicht verlesen. Und jetzt verlassen sie ihr Anwesen und nur noch nachts, um die Highwaymen anzugreifen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, diese maskierten Penner haben Angst vor Josephs Leuten. Okay, die Karte kann man nicht mitnehmen. Das haben wir gelesen. Hallo, Sir. Hallo. Später. Ich unterhalte mich später mit dir. Mann, ich vermisse Toilettenpapier total. Hey, Mister. Ich auch.
Hier liegt doch Toilettenpapier. Hätte nicht gedacht, dass es Carmina zurückschafft. Schon gar nicht mit Unterstützung. Ach, wir brauchen mehr Ethanol. Okay. Also wir sammeln hier nämlich Ethanol. So, was ist das hier? Überlebende von Hope County. Viele von uns waren Prepper. Deshalb haben wir es trotz des Tohuwabohus mit Eden's Gate geschafft, den nuklearen Winter zu überstehen. In den letzten Jahren sind einige neue Leute nach Hope County gekommen. Ein paar wurden von der Kälte aus dem Norden vertrieben, andere flohen vor Dürre und Krankheit aus dem Osten. Zunächst blieben alle für sich, aber nach und nach ist wieder eine Art Gemeinschaftssinn entstanden, nachdem wir einander wieder vertrauen konnten. Haben wir mehr und mehr erreicht. Bis die Highwaymen aufgekreuzt sind, ging die größte Gefahr von wilden Tieren aus. Und jetzt besteht die Gefahr, dass wir alles verlieren, wofür wir so hart gearbeitet haben. So, das haben wir auch. Wir gucken hier nochmal nach. Wir lesen den hier noch. Highwaymen, eine Bande von Banditen mit verschiedenen Gruppen im ganzen Land. Sie sind boshaft bis an die Zähne bewaffnet. Ihre Musik dröhnt meilenweit, ja, das haben wir schon vernommen, das wissen wir dann jetzt. Die Gruppe in Home County wird von zwei Zwillingsschwestern angeführt, Mickey und Lou. Mit Mickeys Gerissenheit und Lous Brutalität haben sie alle hier in kürzester Zeit überwältigt. Sie haben New Eden gezwungen, sich auf ihr Anwesen zurückzuziehen, und wenn uns nicht bald etwas einfällt, werden sie uns alle töten. Das sind also die beiden. Schwestern. Was haben wir hier noch? Schafsdarm. Okay. Gut. Hier können wir auch noch was lesen. War hier noch was zu lesen? Wir reden war hier, ne? Zu Hause. Mom hatte recht. Wir können zusammenarbeiten und diesen Ort wieder aufbauen. Wann immer du Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Dann kämpfe ich an deiner Seite, Cap. Alles klar. Es ist okay, wenn ich dich Cap nenne. Klar. Captain der Wachmannschaft klingt mir so förmlich. Ja. Hör mal, du wurdest ganz schön in die Mangel genommen. Richtig. Wenn du dir was Sauberes anziehen willst, bevor wir loslegen, da drüben gibt's ein paar Sachen. Du solltest mit Mom reden. Okay. Sie wird dir sagen, was wir für Prosperity tun können. Okay. Hätte nicht gedacht, dass es Carmina zurückschafft. So, Mom, gar nicht mit Unterstützung. Wir quatschen erstmal. Ach, hier, die Sachen. Je mehr Leute wir reinholen, desto knapper die Ressourcen. Wir quatschen erstmal die Leute an. Wir müssen mit dem, was wir haben, klarkommen. Wir müssen erstmal die. Ah, das ist. Genug das. Gedankenfutter für ein Fett. Ah, Avatar auswählen. Zack, jetzt geht los. Den Typ. Wen nehmen wir jetzt hier? Flinky. Den nehmen wir. Dann nehmen wir den. Disconnected. Dann nehmen wir bestätigen. Und warte mal, wo war das? Ah, genau. Jawohl. Okay. So, was haben wir hier? Hosen haben wir hier, alles gut. Nee. Bart brauchen wir nicht. Ach, so was können wir doch. Handschuhe. Die sind doof. Das ist blöd. Und die hier, das ist auch Mist. Handschuhe. Eine Jacke haben wir. Brauchen wir einen. Yeah! Das ist bescheuert. Das sieht cool aus. Das ist doof. Ja, ich denke mal. Eine schwarze, unauffällige Baseballmütze, wenn die Augen von der Sonne gezielt, ist sich leichter. Ach so. Duftet nach Kiefern, geprüft von Jägern. Wenn du mal von oben aussehen willst wie ein Baum. Den Kopf beim Angeln freikriegen, Umweltsiegel, alles klar. So. Der Hut, der sieht blöd aus, wenn ich so einen Ranger-Hut. Brille ist auch doof.
Viel zu cool für das Ende der Welt. Das stimmt. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay. So, wie sieht er aus? So, was haben wir hier noch? Hosen. Ja, das reicht, ne? Das sieht natürlich auch genial aus. So, was haben wir? Perfekt, um sich im Dreck zu wälzen. Was ist das? Das ist das, was einer Uniform heutzutage am nächsten kommt. Dann bleibt das. Was ist das? Anpassung haben wir hier alles. Ach so, hier kannst du komplett alles nehmen. Ein Komplett-Outfit. Camouflage, Kiefernwald. Was haben wir hier noch? Das ist geil. Das ist das Komplett-Outfit. Ja. So ein Golfer-mäßiges. Das finde ich am geilsten. Gut. Was haben wir? F bestätigen. Bingo! Neuer Charakter entdeckt, Roger Cardrack. Alles klar. Aber wohl nicht umsonst. Das heißt, jetzt muss ich den noch. Ich muss mit dir reden. Ja, wer? Du? Mhm. Du nicht. Wer denn? Wer muss mich jetzt anquatschen? Die hier. Mein Name ist Kim. Ah, hi Kim. Man könnte sagen, dass ich die Leitung habe. Okay, Kim. Ich weiß, du hast schon eine Menge durchgemacht, Captain. Kim, schau mich an. Aber wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Und im Moment bist das nur du. Ja. Wir dachten, deine Leute aus dem Zug würden uns einen Vorteil verschaffen. Wir wollten alle zusammenarbeiten, um was anzubauen und was aufzubauen. Alles klar. Wir wollten uns gegen die Zwillinge zur Wehr setzen. Aber das ist jetzt alles Geschichte. Also müssen wir es selbst tun. Und es liegt noch viel Arbeit vor uns. Okay. Ich zeig dir mal, wie alles hier funktioniert. Mach das. Was war das? Das ist Prosperity. Jo. Wenn wir im Kampf gegen die Highwaymen eine Chance haben wollen, müssen wir zuerst einmal diesen Ort ausbauen. Okay. Wir haben verschiedene Einrichtungen, die Prosperity voranbringen können. Dort kannst du zum Beispiel Waffen und Fahrzeuge herstellen, Heilpflanzen kultivieren und vieles mehr. Okay. Das ist Hope County. Um das Beste aus unseren Einrichtungen herauszuholen, brauchen wir Ethanol, um sie aufzurüsten. Ethanol, da brauchen wir das Ethanol. Auf der Karte siehst du die Highwaymen-Außenposten. Ja. Dort lagern sie das Ethanol, das sie uns gestohlen haben. Befreie diese Orte, um es zurückzuholen. Alles klar. Und hier kannst du Fachleute finden. Menschen mit Fachwissen, die uns im Kampf gegen die Zwillinge einen Vorteil verschaffen werden. Bring sie zu uns und sie stärken Prosperity und dich. Aber ohne Thomas Rush wird nichts von alledem funktionieren. Er hat schon viele Siedlungen aufgebaut und ohne sein Wissen können wir Prosperity nicht verbessern. Okay. Die Zwillinge schicken viele ihrer Gefangenen in das Kohlebergwerk. Ich denke, dort solltest du anfangen zu suchen. Gut. Dann retten wir jetzt Rush, finden Leute, die die Anlagen betreiben und besorgen Ethanol, um das Maximum aus der Herstellung rauszuholen. Wenn du uns hilfst, tun wir alles in unserer Macht Stehende, um dir auch zu helfen. Na klar. Koop verfügbar, jawohl. Diese maskierten Wichser aufgetaucht sind. Es gibt etwas, das ich dir erzählen muss. Okay. Die Highwaymen haben meinen Vater. Mom und ich haben ihn seit Monaten nicht gesehen. Keine Sorge. Wir kümmern uns drum. Jetzt können wir uns Helfer auswählen. Das heißt, wir nehmen Sie? Ich liebe meinen Vater. Er soll nach Hause kommen. Überall verlieren Leute geliebte Menschen. Und deswegen werde ich nicht aufhören. Alles nicht klar. Bevor die Highwaymen erledigt sind. Gut. Gut. Okay. Das heißt, wir können raus. Gut. Dann soll es das erstmal bis dahin gewesen sein. Wir werden jetzt die Koop-Wahl tätigen. Und ich verabschiede mich erstmal hier wieder ganz kurz. Bis demnächst in diesem Kino. Ciao, Freunde!